Ja, wer wohl? Hast du wieder mit deinem kleinen Kaliber auf Hirsche geschossen? Nee, nee, auf den großen Elch. Also. Aber ich glaube, ich muss jetzt auf die große Waffe wechseln. Hat keinen Sinn, ist einfach nur weggerannt. Cliff, da kommt ein Hirsch zu dir gerannt. Ja, den treffe ich, wenn er auf 1 Meter rankommt. Okay, er kommt tatsächlich auf 1 Meter ran. Ey, warte, bleib stehen! Scheiße. Wer ballert denn jetzt rum? Bin's nicht. Immer bin's ich. Ja, ich versuche mich gerade an den Elch ranzuschleichen. Oh, dass die nicht sterben wollen. So, den Elch sehe ich. Ich muss nur noch irgendwie dichter rankommen. Haben die ausgesehen, wo ist er denn? Getroffen? Kann nicht sein. Willst du mir jetzt nicht ernsthaft erzählen? Ich hab dieses... Doch, ich hab's getroffen. Geil! Weiß nicht, der Elch ist weg. Ich verfolge einen Wapiti. So, ihr seid jetzt auf der anderen Flussseite. Jetzt geht ihr den Fluss einfach nach Norden längs. Dann kommt ihr da automatisch hin. Auch zu dem Flugzeugwrack. Da liegt ja mein Hirsch. Muskel, Hals, Wirbel, Mitte, 100%. 100%, das ist also noch weit gerannt. Ey, die Wapitis, das geht ja gar nicht. Da kriegt man Angst. So wie die schreien. Oh. Oh, ich hab deinen Hirsch gefunden, deinen Elch gefunden. Kann sein? Kann sein, hä? Was? Das seinen oder was? Deinen! Mein? Wieso mein? Du hast doch einen Elch angehittet, dachte ich. Nein. Ich hab einen Wapiti angehittet und das verfolge ich gerade. Oh ja, dann hab ich einen neuen eigenen Elch. Hab ich. Okay, es war doch ein Elch, aber ich habe. Wo war das ein Elch? Rechter Lungenflügel. Na, siehst du. Da kommt jetzt ein Reh auf dich zugerannt. Ja, das. Und ein Elch. Nützt mir nichts, wenn die nicht wirklich direkt. Alter, was geht hier ab? Links, rechts, vorne, oben, unten, überall Viechers. Ja, hab ich doch gesagt, die Gegend ist geil. Lustig in der ganzen Sache. Das ist ein dummer Elf hier. Zweimal Schrot voll ins Herz gejagt. Ja, als so ein dummer, sehr gering, kriegt er nicht hin, oder was? Dirb! Kartoffel. Fuck.
Der Elch ist gerade an mir vorbeigerannt, aber ich habe ihn verfehlt. Aber das ist nicht der Elch, den ich meinte. Der Elch, den ich meinte, der ist jetzt hier stumpf in die Richtung. Achso. Hier hinten blökt auch noch irgendwas. Emis, da kommt ein Elch zu dir. Wieder? Immer her schicken. Naja, läuft mein Wasser zu dir, ich bin dran zu dir. Du Cliffy, unser Oberjäger. Wo genau treffe ich jetzt am einigermaßen besten das Herz? Bei was? Elch. Am besten von vorne. Oh, ich werde immer besser. Ich habe einen kleinen Kojoten mit meinem Bogen getroffen. Und er hat mittlere Blutung. Ich hab dem einen Elch ein ganzes Magazin reingejagt, Alter. Wir haben meistens wirklich nur durch die Blutung, also nur du triffst das Herz. Ja, hier liegt er, geil. Und übrigens nochmal drei zusätzliche Schuss. Doch nicht mehr normal. Hast du gerade gehört, ne? Naja, ich höre, dass sie die ganze Zeit irgendwo knallen. Batz, 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 batz. Und du? Ja, Bogen ist leise. Vor allem, guck dir mal das Gebiet auf der Karte an. Ja. Jetzt sind lila, ne? Aber die roten Flecken, die gehen schon wieder weg. Hinter uns. An dem See sind kaum noch welche. Ja, das beruhigt sich ja wieder, wenn keine Leute in der Nähe sind. Nee, ich glaube, wenn du woanders schießt, dann gehen die woanders weg. Kann auch sein. Sehr gering, Alter. Ich hab dir ein Magazin reingejagt und du sagst dir sehr gering. Fühlt man sich doch leicht wahr. Oh, ich sehe mich. Vorankommen. Ich habe 3, 4 Elche hier. Aber alle auf der anderen Seite drüben. Ich hab's geschafft, mit der Rand zu bleiben. Irgendwie sehr interessant, dass er sehr geringe Blutung hat, obwohl ich oder 8 Treffer reingegangen. Oh verdammt, wie komme ich jetzt an die Elche ran? Ich dachte, du bist ein Kojote. Ja, hier stehen 2 schöne Elche. Gut. Okay, warum der jetzt abgehauen ist, weiß ich nicht. Den hat er mich nicht, weil der andere steht da noch. Da hat er keinen Bock auf die alte gehabt. Das ist eine Frau. Ja, der Typ ist gerade abgehauen. Aber mit ein bisschen Glück kriege ich das Weibchen. 5 Treffer. Muskel, Magen, Muskel, Muskel und Muskel. Und das Lustige ist, trotzdem einfach mal instant noch 500 Meter weitergelaufen, mindestens. Wieso geht das Vieh denn jetzt weg?
hat dich beschnuppert. Nee, hat er nicht. Das ist auf Schnupperkurs. Schnapp, schnapp, Schnupperkurs. Der geht ganz normal, der muss hier irgendwo einfach nur ganz normal weitertragen. Und ich komme nicht über den See drüber geschossen. Fünf Elche. So eine schöne Schussbahn und. Na, jetzt rufen sie. Und es kommt nicht an meine Kugeln. Nee, das war nicht gerade die Elche, die gerufen hat. Aber das. Was? Die sind genau dort. Bei dir da drüben, da ist ein Haufen los. Da hinten ist noch ein Elch, am Wasser unten, da ist alles voll. Wasser. Ja. Also 7, 8, 9 Tiere. Die sind mitten auf den freien Flächen. Ich renn da jetzt mal außen rum. Bei dir ist aber auch was. Das ist direkt vor mir, ja. Hab noch wegrennen sehen. Also hier, wo ich bin, sehe ich nicht. Warte mal, ich guck mal eben. Weil die sind noch alle da. Ach, die sind bestimmt noch 300 Meter vor dir. In deine Richtung? Nee, weiter vor, nach Osten. Am Wasser entlang. Schade, dass man das nicht markieren kann. Ja, wie anderen meinst du? Ja. Da kannst du ruhig rennen, das ist noch viel weiter weg. Jetzt geschossen. Ja, hier. Hast du das? Ja. Jetzt musst du mal vielleicht langsam machen. Jetzt habe ich ja so einen Nebel, hier sehe ich gar nichts mehr. Ich will hier auf jeden Fall irgendwas laufen. Musst mal vorne direkt am Wasser gucken, ob du die siehst. Oh ja. Alter! Jetzt krepiert doch endlich! Direkt vor dir sind auch welche, siehst du sie? Ja. Alter, ich hab den, weißt du, ich hab den wieder hier im Magazin reingedrückt. Passiert was? Dein Kaliber zu klein ist. Jetzt kommen sie zu dir rüber gerannt. Also laut Punkte müsst ihr aber noch ganz schön aufholen. Ach, ich sehe sie kommen. Ja, und da rennt auch ein Hirschlange draußen ab. Das Problem ist, ich kann nur leider nicht genau den... Hier, welches jetzt meiner ist, den ich abgehittet habe.
Ich treib sie zurück. Ah nein, den ich angehittet habe, ist gestorben. Die sind alle unverletzt. Hier rennt irgendwo ein männlicher Elch lang, der muss so gut wie tot sein. Weil er nur noch 0 bis 25% hat, aber ich finde ihn nicht. Alter, da ist eine riesige Wapiti-Herde. 50.000 Stück. Guck mal, bei dir? Von dir aus gesehen, einfach am Ufer geradeaus. Und bei dir steht auch ein Wapiti neben Baum. Alter, ja, ich seh's gerade. Oh, dieser Regen. Der tut meinem Rechner gar nicht gut. Nicht? Das wird immer. Hier ist alles voll mit den Viechern. Wow! Fast tot gerannt von einem Elf. Wir mitten in der Wapiti-Herde. Die hauen nicht ab. Verstehst du nicht, wo der Elch sein soll? Ey, das sieht ja aus bei dir da drüben. Ja! Die rennen alle im Kreis. So viel Tiere. Ja, vor allem, weißt du, das sieht jetzt aber schon... Was weiß ich? 2-3 Minuten schon so. Oh, wie viel sind das? 2, 4, 6, 8. 8 Stück zähle ich noch. Die laufen da ganz gemütlich lang hin. Ja, und ich habe da so viele mit der Schrotflinte angehittet. Oh, bei mir ist ja auch so eine große Herde hinten. 2, 4, 6, 8. Also ich sag mal 20 Tiere mindestens. Ich sehe hier nur Blutspuren nach hinten laufen. Muss man bei mir rüber visieren. So 200 Meter weiter vorne. Ja, die meinte ich vorher. Achso. Sind auch noch Elche drinnen. Ich hab meine Elchspur wieder. Ach Mensch, du und dein Bogen. Irgendjemand hat was von mir auch damit vorhin. Wir haben so schön viele Wapitis hier. Wir schaffen es gar nicht. Wir brauchen hier mehr Feuerkraft. Ja, warte, ich komme. Ich habe mein Gewehr auch dabei, so ist es nicht. Mach mal, wer als erstes vier Tiere entdeckt. Na komm, ich warte mal so lange. Ich stehe direkt vor der Herde. Ja, bleib da stehen. Ich laufe jetzt erstmal hier lang. Und guck mal, ob da was umgefallen ist, so Stück für Stück. Weil ich habe ja, wie gesagt... Komm jetzt auch mal zu dir dahin. Elch, du juckst mich jetzt wirklich am wenigsten. Ich will meine Wapitis. Deshalb lade ich jetzt erstmal meine Schrotflinte da. Was waren das denn hier? Ein Fuchs, Coyote, Dingsbums. Ach, mal gucken, was morgen auf der Arbeit so abgeht. Tschüss, Coyote. Ja, das ist eine ganz schöne Strecke zu dir dahin. Jetzt kommen erstmal ein paar Elche direkt auf mich zu. Ein Schuss, no scope, also nur mit Himmel und Korn, Muskel, Lungenflügel links, Leber, Magen, Darm. Auf dir kommt ein Elch entgegen, hab ich durchgelassen. Ah ja. Ja, hier gehen gerade Wapitis wieder ans Wasser, vielleicht kriegst du von dort oder bist du gerade da hinten am Schießen. Die rennen hier hin und her. Ja, wie bei mir vorher, ne? Ich habe nur noch 22 Schuss. Reichen die?
Oh, jetzt kommt die ganze Herde. Pass auf, Scheiße. Pass auf, schießt, die kommen alle zu dir. Und ich schieße. So eine Schwonerei hier. Hier rennen auch ein paar rum. Schnappt ihr den Rest? Jungs, bei euch auf eurer Seite flussaufwärts kommt die nächste Herde. Nee, die haben wir verpasst. Du, die sind hier hinten. Die gehen gerade auf deine Seite, Thomas. Wo, bei euch? Bei dir, Mann. Ja, hier wo wir sind, die gehen zu dir rüber. Boah, super, jetzt bin ich genau am anderen Ende, weißt du? Ja, die sind ja, weiß ich, plötzlich losgerannt. Ja, obwohl ich geschlichen bin, wie du gesehen hast. Ja, die waren aber weit weg von mir. Die sind, weiß nicht warum. Ich sehe sie da hinten im Schatten des Nebels humpeln. Naja. Warte mal, ich hätte da so gern ein paar von geschossen, dass ich wenigstens mal das Visier jetzt freischalte. Das dürfte ja zumindest mal die Präzision des Bogens erhöhen. Hier ist noch Blut. Thomas? Wieso rennen die gerade an zu dir? Alter! Alter! Das ist so tot. Tot gerampelt. Das Gewehr luschern. Jo. Wie bei der Formel 1. Ja, steht und alle ziehen vorbei. Oh, ich hab einen Erfolg gekriegt. Hey, komm mal hier rüber, ich verfolge jetzt dumm. Ich glaube, die laufen hier einmal außen rum immer ums Wasser. Weißt du, wie ich mein? Oh, hier vorne ist ein männlicher Erwin. Da ist er. Da ist er. Ja, ich sehe ihn. Aber bitte warten, ich möchte bitte meinen Pfeil darauf abgeben. Gib mir einen Moment. Dauert ein Momentchen. Erstmal Schrot wieder nachladen. Was bewegt sich hier noch? Hinter uns irgendwo im Gebüsch. Ach ne, von hinten kommt eins. Pass auf, das könnte bei uns vorbeilaufen. Hinter uns kommen zwei Elche. Ne, Wapitis. Oh, pass auf, die kommen zu dir. So, den Elch habe ich hier aber getroffen. Alter, hier ist alles voll mit Fußstapfen und Blut. Und die Frage... Welcher Elch aus diesen 10.000 Fußspuren war es denn? Ach, die Herde ist noch da, die ist noch... Direkt vor dir. Ja, von bei mir? Dir, ja. Oben aber weiter im Wald drinne. Ja, guck mal auf die Karte ungefähr, dass du ein bisschen mehr Angaben geben kann. Hier ist echt alles voll. Also die waren eigentlich da, wo du gerade bist. Ja, sind sie definitiv nicht. Vielleicht noch 20, 30 Meter vor dir? Hab ich die gesehen. Jetzt sind sie aber alle weg. Ja, ich guck, dass ich nochmal hinbekomme. Die letzte. Hinter uns, hinter dir sind alle. Elche wieder da. Naja, da sind die Elche. Ganz vorne wieder. Auf der Insel. Da renne ich wieder zurück. Ich glaube echt, wir haben dieses Spawn erwischt oder so. Hier ist alles platt getrampelt.
Also wie gesagt, Cliffy, Ah. in die Richtung, wo du vorher gelaufen bist, also zu mir quasi in die Richtung, da ist gerade wieder alles voll eurer Seite. Ah, ich habe hier gerade eine Elch geschossen. Kaputt geschossen. Oh. Oh, Geldbonus habe ich bekommen. Ja, du hast 15% des Schadens gemacht. Alex, ich treib die Viecher, Alex. Cliff, ich treib die Viecher gerade zu dir. Ja, ich höre es. Vorbeilaufen. Ja, ich sehe sie. Die laufen alle nach Nordwesten. Ja, und ein paar durch mich.